Hallöchen und herzlich willkommen bei StarCraft 2 Legacy of the Void, wo ich jetzt schon zum dritten Mal anfange aufzunehmen. Also zum ersten Mal, ich muss mich entschuldigen, dass die Folge so spät kommt. Ich habe momentan extreme Aufnahmeprobleme. OBS ballert mir, da muss irgendein Memory Leak sein in meinem Laptop-Gerät. OBS ballert mir dermaßen die RAM zu. Und ich bin jetzt schon seit Tagen dabei und versuche das Problem zu lösen. Bei der letzten Aufnahme hat es funktioniert. Da konnte ich wunderbar aufnehmen. Allerdings war da meine Stimme, die klang wie, als würde ich durch eine Blechdose mit euch reden. Sowas merkt man dann natürlich aber auch erst, nachdem die Aufnahme abgeschlossen ist. Es ist wunderbar und deswegen nehme ich das jetzt zum dritten Mal auf. Ich versuche natürlich alles, was man jetzt hier an Gesprächen hat, was ich jetzt auch schon zweimal gehört habe, nochmal für euch mitzunehmen. Es sollte, bis auf ein Gespräch, solltet ihr alles noch mitbekommen, aber das Gespräch kann ich euch auch gerne nochmal kurz zusammenfassen. Wie gesagt, sorry, aber momentan ist komplett der Wurm drin. So, jetzt genug rumgejammert, wir quatschen mal eben mit dem Kommunikator. Sich das Warp-Tor. Was ist vorgefallen, Atanas? Amon nutzte die Kala, um die Templer unter seine Kontrolle zu bringen. Ich fühlte, wie seine Wut mich erfüllte. Doch ich war machtlos dagegen. Teratul fand mich. Er erkannte, was passiert war. Und... Ja? Es gelang ihm, mich zu befreien. Doch er bezahlte dafür mit dem Leben. Er fiel durch meine Hand. Es war Amons Werk, nicht das eure. Teratul versuchte mich zu warnen, doch ich hörte nicht auf ihn. Er starb durch mein Verschulden. Und sein Tod mindert der Sterne Glanz. Egal, ob Amon den Streich führte oder nicht, die Bürde, die ich trage, wiegt schwer, Matriarchin. Ja, aber da kann er ja nichts für, der gute Kerl. So, wir quatschen mal mit Karax. Karax, selbst ohne das Licht der Kala kann ich eure Trauer und euer Leid spüren. Bereitet euch die Speer des Adun keine Freude? Genau das ist es, Irach. Ohne die Kala fühle ich mich blind. Ich erkenne weder eure Gefühle noch die wahre Tiefe eurer Gedanken. Ich kann nicht auf das Wissen anderer Phasenschmiede zurückgreifen. Ich bin allein. Ich spüre diese Isolation ebenfalls. Es ist, als wenn ich hilflos im Vakuum des Weltalls schweben würde. Aber ihr seid nicht allein, Bruder. Kaum zu glauben, dass die dunklen Templer diese Existenz seit so langer Zeit ertragen. Die kommenden Tage werden nicht einfach werden. Ihr habt recht, Karax. Wir können uns nicht mehr auf die Kala verlassen, aber dennoch sind wir eins. Wir werden standhalten. Es gibt keine andere Option. So sieht's nämlich aus. Aufgegeben wird nicht. Dann gehen wir mal zum Kriegsrat, wo wir jetzt diese Dame hier haben und ja, ihre Einleitung quasi ist auch das Einzige, was ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen kann, außer vielleicht Archiv. Arche, nein, wird leider nicht mehr gezeigt. Na gut, sie ist hereingeschwebt und mit Frühsport getrieben, das ist allerdings hier so der Klassenclown, ne? Der kommt immer zu spät. Normalerweise, das hat man in den vorherigen Videos gesehen, latscht hier so eine ganze Gruppe entlang. Der sucht die jetzt wahrscheinlich, weil der zu spät ist zum Morgenappell. Anyway, sie gehört zu einer Gruppe von Wesen, die noch mit der Kala verbunden ist, aber gleichwohl nicht unter Amons Einfluss steht oder stehen kann, weil, das wird sie auch gleich nochmal sagen, die haben die Kala so sehr studiert. Ach guck, da ist die Gruppe. Na, dann war er wahrscheinlich zu früh und diesen zu spät. Deswegen laufen die auch so ein bisschen gehetzt. Sie und ihresgleichen haben die Kala so sehr studiert und sind so stark mit ihr verbunden, dass Amon da also nicht an sie rankommt. Zumindest noch nicht. Okay, dann quatschen wir mit ihr. Die obersten Bewahrerinnen. Ich kenne nur die Geschichten über sie. Ich hätte nicht damit gerechnet, einer von ihnen an Bord dieses Schiffes zu begegnen. Das sollte euch nicht verwundern, Hierarch. Meine Schwestern und ich sind einzigartig.
von Geburt an wurden wir dazu ausgebildet, die vollkommene Beherrschung der Kala zu erreichen. Ich habe die Kala in ihrem gesamten Ausmaß erkundet, das unendliche Spektrum an Emotionen und Erinnerungen ergründet. Aus diesem Grund wurden wir dazu ausgewählt, uns in Stasis zu begeben, auf dass wir euch in eurer dunkelsten Stunde den Weg weisen. Eure Schwestern befanden sich an Bord anderer Archen? Das bedeutet, sie sind... eins mit der Kala, gefallen, als die Zerg Ajur überfielen. Ich weiß, was passiert ist. Ich spüre das Verhängnis, das über uns hereingebrochen ist. Mehr, als ihr vielleicht denkt. Auf euch lastet eine schreckliche Bürde, Rohana. Und doch ist es meine Bestimmung, sie zu tragen. Mir zugewiesen in weiser Voraussicht von jenen, die einst dieses Schiff konstruierten. Ich vertraue ihrer Weisheit, Hierarch. Ich werde meine Bestimmung erfüllen, so wie ihr die eure erfüllen müsst. Ja, so, dann gehen wir mal zum Konzilpult. Konzilpult. So, hier haben wir jetzt, das ist ganz neu, das hatten wir auch in den vorherigen Kampagnen nicht. Hier besteht die Möglichkeit vor jeder Mission, so wurde es mir zumindest gesagt, neue, also quasi die Armee zusammenzustellen. Aktuell haben wir nur die Nahkampfkrieger und die Fernkampfkrieger. Und da jeweils die Auswahl zwischen zweien. Wir haben einmal die Berserker, die Ja, die Klingen Ajurs, die kennen wir ja schon. Dennoch lese ich das eben mal kurz vor hier. Stürmt in die Schlacht und fängt gegnerische Bodeneinheiten ab. Die Fähigkeit Wirbelwind fügt allen gegnerischen Bodeneinheiten in der Nähe Schaden zu. Das Waffenarsenal der Sperde Sardun wurde konzipiert, um das Überleben unseres Volkes selbst in Zeiten größter Not zu gewährleisten. Ausgestattet mit diesen Waffen können unsere Berserker sich mit Leichtigkeit einen Weg durch ihre Gegner bahnen. Sehr cool, wir haben also hier auch diese Wirbelwind-Fähigkeit, die ja auch der Sayatul schon hatte, als er noch lebte. Allerdings möchte ich auch dieses Mal jetzt im dritten Anlauf wieder mit den Prätorianern ins Rennen gehen, weil... Die Schattenwache wartet. Weil die Schattenwache wartet, genau. Einmal stürmt durch verbündete Einheiten hindurch, um gegnerische Bodeneinheiten abzufangen. Also wir müssen nicht mehr schauen, dass wir die vorlassen, weil die einfach durch unsere Einheiten hindurch gehen und eben nicht die Gefahr besteht, dass sie hängen bleiben, weil hier so Knalltüten vorne den Weg versperren. Außerdem betäubt gegnerische Bodeneinheiten kurzzeitig, was sehr, sehr geil und sehr hilfreich ist. Das werden wir auch noch sehen. Einheiteninformation. Einst dienten die Prätorianer als Rückgrat der Narazim-Schattenwache. Nun haben sie sich den Templern angeschlossen. In diesen dunklen Zeiten sollte sich ihre Fähigkeit, durch die Schatten zu gleiten und ihre Gegner zu betäuben, sicherlich als nützlich erweisen. Sollte sich sicherlich als nützlich erweisen. Also damit würde ich auch jetzt wieder ins Rennen gehen. Auf der Seite der Fernkampfkrieger hätten wir einmal die Dragona, die, wenn ich mich recht entsinne, in StarCraft 1 und Blood War schon die Basiseinheiten in Sachen Fernkampf waren. Und das waren nicht die Hetzer, die man ja hier quasi als Standard vorgesetzt bekommt am Anfang der Kampagne, sondern ich meine, es waren die Dragoner. So, und die haben folgende Fähigkeiten. Erhöhter Schaden, erhöhte Reichweite und erhöhte Trefferpunkte. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Dragoner ermöglichen es, unseren Kriegern selbst nach lebensbedrohlichen Verletzungen wieder auf das Schlachtfeld zurückzukehren. Die Dragoner der Sperde Sardun wurden lange vor der Integration der Kala erschaffen und nutzen sie nicht. Das heißt, da hat Amon auch keinen Zugriff zu. Da ist quasi das LAN-Kabel gezogen. Hetzer. Regeneriert nach dem Teleport für kurze Zeit Schilde. Fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Obwohl sie für Templer-Verhältnisse unkonventionell sind, haben die Hetzer ihren Nutzen bewiesen. Da sie nun durch die Warp-Technologie der Sperre des Adun verstärkt werden, fallen ihre Teleportationsfähigkeiten deutlich verbessert aus. Was mit Sicherheit nicht schlecht ist, aber ich möchte dennoch gerne mit den Dragonern gehen. Einmal, weil ich sie optisch ein bisschen cooler finde. Und zum anderen, erhöhter Schaden, erhöhte Reichweite kann bei Fernkampfeinheiten nie groß genug sein. Und erhöhte Trefferpunkte. Also ich gehe mal damit ins Rennen. Beziehungsweise wir gehen damit ins Rennen. Und starten dann mal die Mission. Viel mehr gab es auch nicht. Wie gesagt, nur diese eine Filmsequenz, wo die Bewahrerin vorgestellt wurde.
Die können wir jetzt leider nicht mehr sehen. Ansonsten war das, glaube ich, wirklich alles, was man... er ist hier wieder der, der durch die Kamera fliegen muss. Na gut. Wir machen weiter. Die Zerg drohen Telematros zu überrennen. Die Evakuierung ist stark gefährdet. Wir brauchen dringend eure Hilfe, Hierarch. Ja, die kriegen sie. Telematros wird angegriffen. Wir hätten als zweite Mission noch zur Auswahl gehabt, direkt nach Korhal zu fliegen, um mit Jim Rayner über das Xel'Naga-Artefakt zu reden, was uns ja laut Serratuls Vision dabei helfen soll, gegen Amon zu kämpfen. Amon, ich Alter. Dreimal hintereinander die gleiche Folge aufnehmen, tut mir definitiv nicht gut. Und meiner Formulierungssinn auch nicht. Und deswegen starte ich jetzt einfach mal die Folge. Die Mission. La, 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 la. Amons Zergboten haben sich über ganz Shakuras ausgebreitet. Nur der südwestliche Quadrant von Telematros ist noch in unserer Hand. Und auch er wird nicht mehr lange standhalten. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Doch die Starthangars sind von Verseuchung überzogen. Wir müssen Bodeneinheiten losschicken, um sie zu säubern. Sobald die Hangars gesäubert sind, können unsere Schiffe über die planetare Warp-Verbindung sicher entkommen. Die Starthangars werden gesäubert. Euer Volk wird überleben, Matriarchen. Das schwöre ich. Auf jeden Fall. Das werden wir schaffen. So, dann machen wir hier erstmal Warp-Tore draus. Aus denen machen wir die 1. In dieser Schlacht werdet ihr die Hilfe meiner dunklen Templer benötigen. Sie können unerkannt aus den Schatten zuschlagen. Ja, die sind unsichtbar. Das habe ich beim ersten Mal spielen gar nicht so richtig gerafft. Ich habe alles gewundert, warum die gegnerischen Einheiten die nicht angreifen, beziehungsweise warum nur alle anderen Einheiten von mir platt gemacht werden. Das ist liegt einfach daran, weil die hier unsichtbar sind. So. Hier müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir reichlich Drohnen bekommen. So, da kommt jetzt gleich jemand zu Besuch. Arcanis, ich registriere einen sich öffnenden Dimensionsspalt in der Nähe eurer Position. Einen leeren Moloch. Bei den Göttern, er greift die Warp-Verbindung an. Karax, sind die Waffensysteme der Speer des Adun funktionsfähig? Der Orbitalschlag ist einsatzbereit. Beginne mit der Zielerfassung. Der Moloch ist geschwächt. Krieger, versetzt ihm den Todesstoß. Hat so ein bisschen was vom Hammer der Morgenröte aus Gears of War, dieses Ding. Ich mag es übrigens sehr und hoffe, dass das auch noch öfter passiert. Orbitalschläge können jetzt über die Kommandokonsole an Bord der Speer des Adun eingeleitet werden. Dass auch in den Missionen zwischendurch mal so gerenderte Filmsequenzen kommen, das finde ich sehr geil. Na komm hier, top. Sehr schön. So. Der Moloch wurde vernichtet. Doch all das wird umsonst sein, wenn wir die Starthangars nicht rechtzeitig von der Verseuchung befreien. Ich gebe so einer Drohne jetzt auch mal wieder eine Nummer. Sprich, pick mir eine raus, die jetzt immer hier fürs Bauen an der Front quasi zuständig ist. Für den Anfang sollen das erstmal Pylonen sein. Von denen ich jetzt mal hier noch einen hinsetze. So, die Energie hier oben, die werden wir uns sparen. Weil die werden wir noch brauchen. Hoch, hier. Okay. So, dann können wir schon mal hier
die zwei noch mit da reinsetzen, dann können die schon mal mit einer Dingens hier Vespingas sammeln, so. Da, 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 da. Ja, tu ich. Ist das schlimm? So. Okay, dann habe ich nochmal gewartet, bis hier wieder Mineralien drin sind. Machen wir mal ein paar von den Prätorianern. Packen die in die... Ja, ja. Ja, ja, dann nimm doch eine Taschenlampe mit, wenn du irgendwo in den Schatten rumwanderst. So. Okay. Ja, ja. Geht das hier auch ein bisschen schneller, Kollegen? Oh, der produziert ja schon gar nicht mehr. Das geht mir irgendwie zu langsam. Aber wir haben auch nicht nur nicht genügend Mineralien, sondern eigentlich auch genügend Drohnen, die hier jetzt Mineralien sammeln. Viel mehr würde keinen Sinn machen, weil es kann ja so auch, also auch wenn hier zwei Drohnen, sag ich, wenn hier zwei Sonden sind, es kann, glaube ich, immer nur eine gleichzeitig Mineralien abbauen. Das heißt, es würde jetzt gar nichts bringen, hier 100 Sonden zu machen. Weil so immer nur für jedes Mineralienfeld eine Sonde gleichzeitig aktiv sein kann. So. Das nur dazu. Man möge mich bitte korrigieren, falls das nicht richtig ist. 1, 2. Oh, nicht genügend Ladung. Ich bin zurückgekehrt. 3. So, dann machen wir gleich mal die Dragonen. Die Zerg bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Sehr schön, genau, dann könnt ihr auch gleich mal hier die platt machen. Okay, 50, Abklingzeit 60. Was waren das gerade? So, hier sieht man der... Diese Gewölbe beherbergen die Energiereserven der Stadt. Wenn ihr sie einnehmt, kann euch das in eurem weiteren Kampf von Nutzen sein. In der Tat. Der Abschluss von Bonuszielen hilft mir dabei, die Energieversorgung der Speer des Adun zu verbessern. In der Stadt gibt es noch zwei weitere Gewölbe. So, komm, dann machen wir es gleich richtig. Wir könnten ja mal hier den da machen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Mal gucken. Oh, naja. Bin ich jetzt nicht so beeindruckt von. Bin ich jetzt nicht so beeindruckt. Hoch, hier. So. Wir räumen da oben gleich mal auf, weil da wird in Kürze ein weiterer leeren Moloch auftauchen. Scheiße, nein, er war hier, verdammt. Zweimal die Mission gespielt und... Ein zweiter Moloch. Die Warp-Verbindung wird angegriffen. Bloß keine Panik verbreiten, junge Dame. Ich folge dem Pfad, so. Den die Schatten weisen. Dann warten wir mal eben kurz, bis hier der Orbitalschlag. Komm, 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 auf. Okay. Alles drauf. Also ich bin... Naja. Vorsicht, die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Diese Einheiten solltet ihr zuerst ausschalten. Ja, machen wir. Oh! So, weg damit. Jetzt macht ihr den mal bitte platt. Und ich könnte doch hier auch mal... Das mache ich... Kann Platzierungsort nicht sehen, du willst dich doch verarschen. Oh shit, Alter, der hat alle meine Dings platt gemacht. Ich fasse es nicht.
Der Moloch wurde vernichtet. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, um die Starthangars zu säubern. Ja. Machen wir das gerade mal. So, du kannst jetzt hier mal eben verteidigen. Ich brauche da mehr von den Pylonen. Matriarchin Vorazun, der erste Starthanger wurde gesäubert. Fahrt mit der Evakuierung fort. So, machen wir den mal dahin. So, wir brauchen dringend neue Dings. Dragona. Dass die jetzt alle platt gemacht haben, voll krass. Ich bin zurückgekehrt. So, sie soll gerade mal hier die. Hier nochmal so ein Warp-Tor bauen. Zack, das wird dann zur 8. Genau. So. So, dann kann sie mal hier eben, zack, den da machen. Den da. Und den da. Ihre Schildbatterien bauen. Genau. Aber das mit den Ressourcen geht schon wieder so langsam. Letztes Mal ging es aber schneller, habe ich den Eindruck gehabt. Okay, die 8 braucht noch einen Moment. Achso, warte mal. Wir könnten hier mal eben die Zeitschleife auf eines der Warp-Tore machen, damit die Einheiten dort schneller nachgeholt werden können. Alter, also das hier mit diesem Betäuben, das ist schon sehr geil, muss ich sagen. Ah, und das ist auch besser. Also letztes Mal habe ich hier die ganzen Verteidigungstürme und sowas hingebaut. Aber das ist schon besser, finde ich. So, bauen wir hier mal 3 hin und hier. Zack. Okay, Achso, warte mal, der muss erstmal zum Warp-Tor werden. 1, 2, 3. Holen wir uns nochmal ein paar Prätorianer ran. Und gehen mal da hoch. Pylonen. Ja, eigentlich könnten wir uns nochmal einen machen. Schicken wir mal hier hin. So, dann machen wir hier oben mal fertig, was wir angefangen haben. Sehr schön. Läuft schon mal ganz gut. Ein weiterer leeren Moloch ist aufgetaucht. Ihr wisst, was getan werden muss. Oh, dieses Vieh oben nervt. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Okay, machen wir alles drauf. Zack. So, das da, das Vieh da oben, das muss weg. Erwarte Instruktionen. Und jetzt aber hopp. Initialisiere. Uh-oh. Das hat aber letztes Mal besser funktioniert. Scheiße! Ich hab überhaupt nichts mehr! Oh, die. So, dann machen wir mal die ganzen unsichtbaren Typen hier. Ich komme aus dem Schatten.
Ja, dann komm mal her aus den Schatten. Alter. Das hat letztes Mal echt besser funktioniert. So, dann machen wir erstmal dieses Verteidigungsdingens hier platt. Genau so. So, damit die nämlich nicht mehr... Naja, das mit dem Dragoner war so ein Versehen, dass ich den gebaut habe. Hatte ich mich verklickt. Zack, sehr gut. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. Hä, warum? Ach, wegen dem Mist wieder oben. Na gut, das sollte aber eigentlich nicht so viel machen, weil wir haben ja da diese tolle Schildbatterie. Wir befinden uns im Kampf. Was? Wer befindet sich im Kampf? Ich wollte gerade sagen, da ist noch nichts mehr übrig. Okay, das hätte optimal laufen können, tatsächlich. 2. 1 und 2. So. Ich bin zurückgekehrt. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder die Armee aufbauen. Mist. Aber ich gehe schon mal hier hoch wieder. Weil ich mir hier oben einen Pylon hinmachen möchte und weil ich den Kriecher hier loswerden will, damit ich hier einen neuen Nexus bauen kann. Da wird jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen was angescheißert kommen hier. Ich warte nochmal mit dem Nexus. Das sieht ganz gut aus. So, zack. Gesteigerte Anforderungen. Erfolg errungen, okay. So, holen wir mal die Drohne hier hoch eben. Und wir können uns dann gleich hier zack, zack. Zack, zack. Und zack. 1 und 2. So, die 7 soll mal hier einen Nexus hinballern. Damit wir hier die Ressourcen uns unter den Nagel reißen können. Ansonsten warte ich nochmal mit... oder soll ich da oben schon angreifen? Eigentlich müsste das ja gehen jetzt, ne? Okay. Ein paar wird es da hinraffen, aber ich denke mal insgesamt sollten die gar durchschnetzeln. Hier, weg damit! Ich hasse diesen Arsch, der hier meine unsichtbaren Einheiten aufdeckt. Sehr schön. Das hat diesmal aber deutlich besser funktioniert. Okay. Kaladas. Zack. So, erstmal alles schön sauber aufräumen hier. Okay. Ah, da oben ist auch schon ein neues Dingens wieder. Ja, mache ich gleich, sofort. Ich muss erstmal kurz hier den da machen. Zack, zack, zack. So, da muss ich meine Einheiten hier runterschicken. Und am besten auch gleich mal neue Einheiten machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Ich folge dem Pfad, okay, den die Schatten weisen. Gucken wir mal, was wir damit ausrichten können. Hatte ich schon gesagt, dass ich schade finde, dass die Prätorianer keine Verteidigungstürme betäuben? Kommt vielleicht noch, als irgendein Upgrade oder sowas. Ah, mach doch das Ding hier mal platt, Junge. Mann, die halten zu viel aus. Ja, hier, komm.
Kann ich schon wieder? Ah, naja. Naja. Zack, zack. Zack, zack. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Machen die den platt hier? Ich folge dem Pfad, nein, natürlich nicht! Ach Mann! Es lief letztes Mal echt besser. Es lief deutlich besser. So sei es. Also ich muss schon sagen, der Amon, ne? Der geht mir ganz gewaltig auf die Eier. Junge, Junge, Junge. Machen wir hier mal so zwei, drei von denen. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ja. Okay, also platt machen wird er das Ding da oben nicht. Das werden wir schon noch zu verhindern wissen. Aber, so, jetzt hopp hier mal. Oh. Ach, warte mal, ich kann ja hier mal den machen gerade noch. Alles drauf. Gucken, was das ausmacht. Da irgendwie nicht durch. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Ja, ist schon wieder vorbei. Da ist aber auch so viel Scheiß hier am Start. Den die Schatten weisen. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt bitte mal hier den Dings da platt machen. Nein, hier, weg, weg da, weg, weg, weg da, weg da. So, jetzt. Wieso kommen denn diese ganzen Dreckklinge her die ganze Zeit? Das gibt's ja nicht! Ich komm nicht ran an den Typen. Ich baller jetzt hier nochmal so ein Dingens hin. So, dann wird die 7 zur 6, der wird zur 7. Wobei ich auch bald ein Ressourcenproblem krieg. Könnte natürlich nochmal versuchen, mit den Templern reinzugehen. Artanis, ich habe einen neuen leeren Moloch. Ach, du willst mich doch verarschen! Er befindet sich direkt im Zentrum der Stadt. Ja, natürlich. Ja, aber die werden wahrscheinlich auch platt gemacht werden, weil hier so ein blöder Arsch rumrennt. Okay, jetzt wird's aber knapp. Okay, die sollen mal durchrennen. Ich muss jetzt einfach nur mal hier diesen Typen platt machen. Ah, okay, gut. Ein weiterer Moloch wurde besiegt. Wie viele solcher Monstrositäten will uns Amon noch senden? Ja, alle, die er hat. So, dann müssen wir hier oben mal eben den da machen. Ich brauche nämlich Mineralien. Ich brauche dringendst Mineralien. So, 1, 2, 3. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. So, und dann müssen wir uns schon da hochkämpfen. Das könnte, eine enge Nummer werden hier. Dann doch noch. Ist die 7 schon fertig? Ja, aber die ist noch kein Warp-Tor.
So, 2, 3. Ich bin zurückgekehrt. Okay. Ich bin zurückgekehrt. Ich will jetzt auch nicht immer mit kleinen Gruppen reinrennen, die dann einfach nur da sind, um glatt gemacht zu werden. Okay, komm, dann mach das Ding hier mal platt. Ja, und jetzt mache ich es doch wieder. Also mit kleinen Gruppen reinrennen. Komm! Ah, okay. Diesmal sollte es aber reichen. So, hier den da. Bitte mach den doch bitte. So, dann machen wir jetzt mal gleich 2, 3, 1, 1, 2, 3. Ich bin zurückgekehrt. Richtig fett Dragoner, damit mir die Dings hier nicht ständig dazwischen funken. Die. Oh shit! Natürlich, warum auch nicht? Okay, aber ich glaube, wir sind wieder einigermaßen auf dem aufsteigenden Ast. So, und jetzt werde ich mal eben die Folge unterbrechen. So weit war ich tatsächlich in den ersten beiden Aufnahmen gar nicht. Das sieht. Ich hatte auch in den ersten beiden Aufnahmen nicht so viel aufgenommen. Nicht so lang. Ich hoffe, es ist diesmal was geworden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die hoffentlich am Freitag kommt. Wenn die Probleme anhalten, kann ich leider nichts versprechen. Dann muss ich die erstmal in den Griff bekommen. Okay, dann bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.